Ja, liebe Freunde des YouTube-Kanals Markus Ritz Zentrum für Yoga, begrüße wieder alle zu einem neuen Video. Wer mich noch nicht kennt, ich bin der Markus, betreibe diesen Kanal seit ein paar Jahren und mittlerweile sind es über 840 Videos rund um die Thematik Yoga-Leben und Gesundheit. Auch mein Padmasana-Magazin findet ihr auf diesem Kanal, einige Beschreibungen. Was so drin steht in diesen Heften, könnt ihr einfach eingeben, Markus Ritz und dann Padmasana. Dann kommen einige Videos über diese Hefte. Und heute geht es wieder um das Leben, den Menschen, den Yoga, mit der Frage, wie viel kann man wirklich von seinem Leben kontrollieren? Ja, schlussendlich könnte man, bin ich der Meinung, alles kontrollieren im Universum, wenn man sich entwickelt, wenn man göttliche Fähigkeiten entwickeln würde, könnte. Aber nun, wir sind auf dieser Erde, um eben genau zu lernen, das zu lernen, dass wir göttliche Wesen sind, weil wir haben es noch nicht verstanden. Sonst würde man anders leben, anders mit sich umgehen, anders mit Mensch und Tier und Pflanze, Natur umgehen. Aber wir sehen, wir sind noch weit entfernt. Und so schauen wir mal, was macht der Mensch? Er versucht, das Leben zu kontrollieren. Die meisten Menschen leben nicht mit der Natur und dem Universum, sondern versuchen sich darüber zu stellen. So nach dem Motto, ich kann denken, somit bin ich besser wie die Natur, wie der Baum, kann ihn kontrollieren, besser wie die Kuh, das Schwein, kann diese töten und essen. Ja, kann man auch, aber man merkt, wenn man sich über Menschen, über Tier, über Natur, über das Universum stellt, dann rächt sich das irgendwann. Das nennt man Karma. Man kann nichts dagegen tun. Fehler werden nicht bestraft in dem Sinne, dass man so eine Schuld sich aufgeladen hat, sondern einfach, es hat nicht gepasst, muss man neu lernen. Darfst du die Früchte genießen, die du angepflanzt hast? Mehr ist es nicht, weder positiv noch negativ, sondern es ist einfach so. Wenn ich auf den Tisch schaue, dann vibriert der Tisch. Das ist einfach so, auch ein fester Tisch würde eine Schwingung aufnehmen. Das ist weder gut noch schlecht, sondern es ist einfach so. Und aufgrund der inneren Angst, der Urangst, die Angst vor dem Tod, dass man Angst hat, es geht nicht weiter, versucht der Mensch zu kontrollieren. Nun, das Leben versucht er zu kontrollieren. Ich muss genau wissen, was passiert. Man braucht einen strukturierten Ablauf. Das ist nicht schlecht. Doch was ist, wenn es mal nicht so läuft? Wenn man zum Beispiel krank wird, kann ich nicht auf die Arbeit. Wenn man selbstständig ist, oh, jetzt kann ich nicht arbeiten, verdiene ich kein Geld, scheiße, alles geht abwärts. Und dann versucht man es zu kontrollieren. Man schließt eine Versicherung ab, trotzdem wird man krank, kann dann auch nicht arbeiten. Eine Arbeitsunfähigkeitsversicherung und was es alles gibt. Schlussendlich, man wird krank, kann nichts tun. Und damit man was tun kann, geht man zum Doktor, gib mir mal eine Pille, schneid mal kurz auf, mach mal Reparatur. Darf nicht lange dauern, ich muss wieder arbeiten. Kontrolle versucht er zu erlangen über Beziehungen, über andere Menschen, über die Tiere. Ja, vielleicht hat man ein Tier zu Hause und das macht aber nicht immer das, was man gerne möchte. Dann erzieht man es. Kinder ebenso muss man kontrollieren, dass sie ja nicht aus dem Ruder laufen, dass sie gut funktionieren. Und so versucht man das Leben oft so in gewissen Bahnen zu halten und merkt gar nicht, manche Dinge kann man nicht kontrollieren. Und dann sagt man, ja, ich habe mein Leben im Griff, aber was hat man wirklich im Griff? Man weiß doch gar nicht, was kommt.
Manche merken gar nicht, dass die Beziehung eigentlich zu Ende ist, aber man kontrolliert sie weiter, dass sie weiterläuft, dass man gut dasteht vielleicht bei Freunden, Bekannten. Ja, obwohl es vielleicht zu Ende ist. Und was kann man wirklich kontrollieren? Nicht viel. Das, was oft kontrolliert wird, wird so starr kontrolliert, dass es irgendwann kaputt geht. Ja, ich muss rennen vielleicht, ich muss joggen, man kontrolliert, dass man immer im Training bleibt. Ja, das ist bei Leistungssportlern und so. Habe ich 20 Jahre gemacht und kenne ganz viele, ja, die da genauso in diesem Zwangrad, Hamsterrad drin hängen. Es muss weitergehen, Kontrolle, Kontrolle, aber man kann das Leben nicht kontrollieren, man weiß nicht, was kommt. Plötzlich gibt es ein Erdbeben, das Haus ist kaputt, ja, dann hat man keine Kontrolle. Null Kontrolle ist ja schon in letzter Zeit, in den letzten Jahren auch passiert, Überschwemmungen und so, dann ist alles weg. Man kann nichts kontrollieren, man weiß nicht, was im Leben kommt. Man kann auch so gesund, biomäßig leben, ökologisch, hat man Herzinfarkt, ist alles hinüber. Kontrolle ist gut, aber man weiß ja, der Mensch denkt, Gott lenkt. Ja, man muss loslassen. Die Kontrolle zu haben ist nicht das Problem, sondern das Loslassen dieser Kontrolle. Und wenn man ein bisschen tiefer geht, das Universum, die Natur kann man nicht kontrollieren, das Wetter kann man nicht kontrollieren, man kann nicht mal das Klima kontrollieren. Man schafft es ja auch nicht mal, was dafür zu tun. Es geht nur um Profit. Was kann man im Körper allein schon kontrollieren? Bei sich selber. Ja, den Tagesablauf, aber im Körper, was kann ich kontrollieren? Ich muss Muskeln, kann ich Trainingspläne machen, dass ich dicke Muskeln, so wie ich, bekomme. Ja, aber man wird trotzdem alt und dann kann man gewisse Dinge nicht mehr so kontrollieren, wie man es gerne hätte. Es gibt im Körper ja so viele Dinge, die kann man nicht kontrollieren. Das seelisch-geistige ist schon schwierig, das feinstoffliche ist noch schwieriger. Und auch so Geschichten wie Herzschlag, Atmung können viele nicht kontrollieren. Ja, es funktioniert autonom. Ja. Und somit das ganze Leben eigentlich, diese Fähigkeit der Organe zu funktionieren, zu laufen, auch wenn man nicht an die Atmung denkt, dass man trotzdem am Leben bleibt, weil die Atmung autonom läuft, der Herzschlag läuft autonom. Kann man nicht an- und ausstellen, sagt, könnte mal Herz ausschalten über Nacht, dann hält es länger, kann man nicht. Also, manche können das, Gurus, aber sonst kann man es nicht. Und so viele Dinge, die meisten Dinge liegen außerhalb unserer Kontrolle. Man kennt ja aus der Psychologie mit dem Eisberg das Bild, die Spitze, Bewusstsein, ein paar Prozent und der Rest, das meiste, das allermeiste ist unbewusst. Und allein im Körper ist es schon genauso. Das meiste kann man nicht kontrollieren. Also nur wer ab einer gewissen Meisterschaftsstufe, aber wer ist er schon? Und trotzdem bilden wir uns ein, wir können uns kontrollieren. Manche können nicht mal ihre Emotionen kontrollieren. Oder überkontrollieren sie, dass sie den Menschen innerlich kaputt machen. Die Balance halten, wie ein Seiltänzer, können viele nicht kontrollieren, weil man so getrieben ist von den inneren Antrieben, Karma. Im Yoga nennt man es Kleshas, die Leidensursachen. Könnt ihr euch hier auch auf meinem YouTube-Kanal das Video dazu anschauen. Da gibt es ein paar mehr Videos über die einzelnen Kleshas, die Leidensursachen. Man kann so viel nicht kontrollieren. Warum steht man gerade auf rote Autos und nicht auf gelb gepunktete Autos? Ja, es hat alles seine Gründe und oft fällt einem das gar nicht auf, warum man bestimmte Vorlieben hat.
Warum man gewisse Fehler immer wieder macht, kann man oft nicht kontrollieren, erst nach jahrzehntelanger manchmal Arbeit. Ja, und trotzdem bilden wir uns ein, wir sind Herr über unser Leben. Ja, wer soll es auch sonst sein? Aber das, was man wirklich kontrollieren kann, ist sehr wenig. Aber eben das Ego bildet sich ein, man kann viel, ich kann viel, aber man sollte nicht so hoch stapeln, denn der Mensch ist immer noch ein feinstoffliches, energetisches Wesen mit materieller Ausprägung natürlich, sonst könnten wir das alles gar nicht wahrnehmen, erleben. Aber hinter diesem ganzen körperlichen Manifestierens steckt etwas viel Größeres. Und auch wenn man in das Universum schaut, das Fernrohr kann gewisse Weiten erreichen, aber dann ist Schluss. Und es geht immer noch endlos weiter. Ja, Kontrolle. Und so macht man im Yoga den Weg der Kontrolle nach innen. Man versucht sich selber erstmal innerlich zu finden, zu erfahren, was gibt es da alles, wie funktioniert es überhaupt, und das dauert schon ewig. Viele Leben, glaube ich, bis man da in die Richtung kommt, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Wie, wo, was man tun muss, um gewisse Nerven zu aktivieren, feinstoffliche Nerven. Nicht den Finger, da kann ich sagen, bewege ich, ja, das kann ich trainieren, üben, kann mir einen Physiotherapeuten, Sporttrainer zeigen. Aber wie man eben so Organe beeinflusst, willentlich beeinflusst, mit Bewusstsein, das ist sehr mysteriös und braucht eben einen guten Lehrer, viel Arbeit, Beschäftigung mit sich selbst. Deswegen sollte man im Grunde immer demütig sein, weil wir können so viel nicht ergründen, wir wissen so viele Dinge nicht, nur das Ego spielt halt so vor, ich habe schon so viel gelernt, ich habe schon 24 Ausbildungen gemacht, ja. Was ist das überhaupt auf der materiellen Ebene? Man weiß vielleicht viel auf dieser einen Ebene, aber was dahinter steckt, man sieht ja allein bei Medizinern schon, die studieren Jahre, Jahrzehnte, aber nur das Materielle. Und wie lange braucht es, um das andere zu studieren? Noch viel, viel länger. Ja, Kontrolle. Bevor man versucht, das Leben zu kontrollieren oder sich nur in das Leben wirft, versucht dort Kontrolle, die Fäden ziehen zu wollen, sollte man anfangen bei sich selbst. Wie gehe ich überhaupt? Wie stehe ich? Wie ist meine Haltung? Wie denke ich überhaupt immer zu in gewissen Situationen, wenn irgendein Typ anruft, der einen nervt? Wie reagiert man dann? Oft weiß man es gar nicht oder man reagiert und dann schiebt man es wieder weg. Man macht sich ja nicht Gedanken, wo kommt es her, warum ist es so, Triggerpunkte. Wenn man die Kindheit zurückgeht, gibt es so viele Dinge, die einen beeinflussen, aber sie sind einem nicht bewusst. Und somit hat man keine Kontrolle über das, was man oft tut. Ja. Autofahren zum Beispiel kann man lernen. Aber viele fahren und denken, sie können kontrollieren, wenn sie mit 180 auf der Autobahn umherbrettern, jemand schert aus, dass sie dann auch rechtzeitig bremsen können. Weiß man, dass das nicht so ist, wenn man da keine irgendwie Erfahrung hat oder Fahrtraining Spezielles hat. Und trotzdem denkt man, ach, das kann ich kontrollieren, ich kann dabei noch eine Zigarette rauchen, noch was trinken, Kaffee, Musik hören und dann volles Rohr fahren und ich habe die Kontrolle, kann man vergessen. Das ist alles oft Einbildung. Ja. Und somit wäre es gut, wenn man ein bisschen ja, sich kleiner macht, nicht zu klein natürlich, und sich eben nicht über das Leben, das Universum stellt, sondern man ist ein Baustein der Natur
Und so sollte man auch leben als Individuum in diesem großen Kontext des Universums, des Lebens, der Menschen, der Tiere, der Pflanzen, der ganzen Natur. Ja, man kann vielleicht die Wälder kontrollieren, abholzen, aber man kann nicht kontrollieren, was dann danach passiert. Und so weiter und so fort. Ja, bedanke mich mal wieder fürs Zuhören, Zuschauen. Gerne teilt meine Videos auf verschiedenen Kanälen, dass viele Menschen von diesem Kanal profitieren. Alles kostenfrei. Bis auf mein Magazin Padmasana hier über Yoga, Leben und Gesundheit mit interessanten Texten aus dem Leben für das Leben, über den Yoga, über die Gesundheit, über Erkrankungen, über Organe, über Strukturen des Menschen. Und wenn ihr dann immer noch nicht genug habt, könnt ihr auf meine Website schauen, www.kraftundenergie.com. Und dann bedanke ich mich mal wieder fürs Zuhören, Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!